Ja, liebe Leute, da herzlich willkommen zum zweiten Tutorial für Railroad. Wir schauen uns heute an, wie der sogenannte Routing-Sensor funktioniert. Der Routing-Sensor, wie der Station-Sensor, legt eine Fahrstraße. Und zwar dann, wenn ein Zug beim Routing-Sensor vorbeifährt. Im Gegensatz zum Station-Sensor wird der auf der freien Strecke platziert und dann mit einem Signal quasi gekoppelt. Wir machen das mal anhand von diesem Zug. Der will nämlich nach Basel fahren. Und wir werden jetzt mal hier den Sensor hier platzieren. So. Das heißt, wir werden im manuell, also die Station-Sensoren haben momentan keine Funktion, das habe ich deaktiviert, werden die Fahrstraße bis hier hingeben und diesen Station-Sensor, sagen wir, wie er das nächste Signal, beziehungsweise das Signal, mit dem wir ihn verlinken, schalten soll, je nachdem, wo der Zug hin will. Dazu klicken wir den an und dann sagt er Select Auto Signal. Also der funktioniert auch nur mit den automatischen Signalen, das er dann steuern soll. Und wir sagen jetzt, weil der Zug von in die Richtung da fahren wird, sagen wir, er soll dieses Signal hier ansprechen. Da gibt es dann auch diese grünen Punkte, dann wissen wir, okay, der ist jetzt mit dem gelinkt. Ähnlich wie beim Station Sensor müssen wir jetzt quasi diverse Fahrstraßen vorprogrammieren, die er theoretisch schalten könnte. Und dazu sagen wir hier Plus. Und jetzt sagen wir, welche Station, wo der Zug hinfahren könnte, das wäre Basel in dem Fall. Und dann soll man hier gleich sagen, wo es denn hinstellen soll. Wir können jetzt dann hier direkt schon den Bahnsteig wählen. Das ist aber nur, weil er dann hier so rauffahren würde. Wir wollen das aber nicht. Wir sagen, der Zug soll hier reinfahren. Und dann müsste man dann theoretisch hier wieder einen Sensor bauen, der dann das nächste Signal steuern wird. Also wählen wir das jetzt mal hier aus. Dann ist das gemacht. Das gleiche machen wir jetzt auch für Bern. Klicken hier wieder auf Plus. Sagen Bern. Und wenn der Zug nach Bern fahren will, dann soll er die Fahrstraße bis hier hinlegen. Das wäre auch das gleiche, wenn ich jetzt hier das Signal anklicken würde. Dann habe ich auch die genau gleichen Optionen. Und das macht er dann quasi automatisiert. So, und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den Zug losschicken, wir sagen ihm, okay, du darfst schon mal bis hier hinfahren. Und weiterlegen wir es erstmal nicht. Wir könnten jetzt noch weiterlegen, natürlich jetzt mit dem Upgrade, was ich hier schon habe. Aber jetzt schauen wir doch mal, was dieser Sensor macht. Lassen hier mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Ignoriert das Bad Platform, ich habe den bewusst hier reingeschickt, damit wir hier gerade einen Zug haben. Und die anderen Züge tun wir jetzt auch mal ignorieren. Also, der Zug fährt los. Und jetzt wird es spannend. Jetzt fährt er dann hier gleich beim Sensor vorbei. Voilà, die Fahrstraße bis dahin, wie wir es eben gesagt haben, ist gestellt. So, um das dann komplett zu automatisieren, könnte ich jetzt natürlich hier ebenfalls einen Routing-Sensor hinstellen. Kann ich jetzt natürlich nicht, weil es belegt ist. Und ihm dann weiter sagen, okay, bringe da rein. Für das gibt es aber noch den Arrival-Sensor, den schauen wir uns dann aber in einem eigenen Video an. Ich zeige euch mal, wie das theoretisch wäre. Wir nehmen das hier mal ganz kurz weg und sagen dann hier Routing-Sensor einmal hier und dann machen wir das gleiche nochmal da und da. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Super. Also, wir sagen hier, du bist gelinkt mit diesem Signal. Routing-Table, sagen wir Bern und jetzt müsste ich ihm hier quasi direkt die Plattform zuweisen, wo es automatisch hinmachen sollte. So, ihr erkennt vielleicht gerade, wo der Fehler ist. Jeder Zug, der jetzt hier vorbeifährt, würde automatisch auf Plattform 2 geroutet werden und nicht auf irgendeine andere Plattform, auch wenn er eigentlich woanders hin will. Wie beispielsweise der Zug, der will nach Bern Bahnsteig 2. Ich werde es mal hier ganz bewusst sagen, 1. Wenn der Zug nämlich jetzt hier gleich vorbeifahren wird, wieder aufs Zweiergleis gleitet. Mach das mal hier ein bisschen schneller. So. Und er hat gestellt. Weil ich ihm gesagt habe, er soll es immer auf Gleis 1 machen. Sprich, in der Situation ist der Routing-Sensor doof. Da sollte man nicht verwenden, außer man hat einen Bahnhof nur mit einem Bahnsteig, dann kann man das natürlich machen. Aber in dem Sinn würde man hier den Arrival-Sensor nutzen.
Aber für solche Segmente, wenn der Zug zum Beispiel von da kommt, dann kann ich sagen, okay, stellen wir dann schon die Fahrstraße bis dahin. Oder wenn ich dann generell ein ganzes Wirrwarr habe, wo das, solche Sachen gekoppelt sind, dann kann ich die natürlich hintereinander schalten, damit sie dann immer den richtigen Fahrweg stellen. Ja, das war es eigentlich zum Routing-Sensor, wie der funktioniert. Der hat natürlich auch die Funktionen, dass man hier sagen kann, okay, wenn er einen Zug hat, der in keine von diesen beiden Richtungen fahren will oder wir nicht eingestellt haben, dann tue ich ihn standardmäßig irgendwo dahin schicken. Oder wenn er mitkriegt, dass ein Zug eigentlich ins Depot fahren sollte, dann könnte man ihm da sagen, okay, dann fahr da ins Depot oder ich gebe ihm das halt an. Beziehungsweise sage ich ihm automatisch auf den Track rauf. Wird man vermutlich momentan nicht so oft brauchen, aber die Funktion theoretisch wäre dafür da, dass der Station-Sensor ein bisschen praktischer, wo ich ihm sagen kann, okay, schick den Zug ins Depot. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Das war's. Ich hoffe, es hat euch geholfen.